What does the flame reveal? Das hier ist der Aufzug. Know what I love about travel? Learning new things about myself. Like my fear of heights. Okay. Das Getriebe sieht seltsam leer aus, als würde ein Zahnrad fehlen. Bei dem hier sehen, erkennst du, dass das Getriebe von einer dünnen Schicht gelbem Schleim überzogen ist. Die Kette ist so verrostet, dass sie sich kaum bewegt. Dieser Schlüssel sieht aus, als würde ein Hebel fehlen. Okay, aber ich werde hier nicht am Aufzug rumdoktern, solange er im maroden Zustand ist. Irgendwo in der in der richtigen Kammer werden ja Zahnräder und so rumliegen. Schriftrolle des Sperrfeuers. Die sieht sehr interessant aus. Ein Flammenfächer, okay. Wait. It's no trouble. Hope that helps. So, damit haben wir auch die Seite. Anfrage nach einem neuen Hebel. Diese Notiz ist in einer eleganten Handschrift verfasst. Der Hebel für den Arterieaufzug ist schon wieder gebrochen. Ich habe meinen Männern gesagt, sie sollen bei der Verwendung des Aufzugs möglichst vorsichtig sein. Aber es ist nicht leicht, auf diesem Ding das Gleichgewicht zu halten. Ein starkes Ruckeln hat kürzlich eine Handvoll Männer fast von der Plattform geworfen. Es ist mir lieber, sie brechen einen Hebel ab, um das Gleichgewicht zu halten, anstatt herunterzufallen. Leider war es diesmal ein glatter Bruch. Wir brauchen den neuen Hebel so schnell wie möglich. Am unteren Rand der Notiz in Tinte wurde eine zusätzliche Notiz hingekritzelt. Wenn deine Männer aufhören würden, immer so viel Munition gleichzeitig zu befördern, gäbe es dieses Problem nicht. Das ist der letzte Hebel, den ihr von mir bekommt. Nächstes Mal bekommt ihr einfach einen Ansetzer. Interesting. Diese Kanonen sind eiskalt und mit rechteckigen Mustern und Gebeten zu Abidon verziert. Ah, da ist der Hebel schon mal. Aufschließen mit Kanonenschlüssel. Hallo, Spinnies und Skuldrax. Skuldrax. Mann, da müssen wir echt eng mit du ins Kuscheln, um den heilige Macht zu kriegen. That's it. Okay, noch mehr Fallen.
Brave, doubt me not, believe. Eine einsame Mondspinne, die den Kampf nicht gehört hat. Gute Keule. Gelbe Galadai Rückstände bedecken den Boden des zerbrochenen Glases. Paco Lostlöser. Auf einem kleinen Etikett auf der Seite steht Eigentum von Art Torrell. Nur zur Verwendung an verrosteten Materialien. Mhm. Not sure how I feel about this. Hope that helps. Noch ein paar Tränke. Mehr Tränke. Oh, da ist noch was in dem Schriftrollenregal. Andrins Notizen. Wer hätte gedacht, dass eine so viele Kreatur wie der Seuchenschleim so nützlich sein könnte? Ihre Fähigkeit, nicht nur Metall am Rosten zu hindern, sondern Rost sogar vollständig zu entfernen, ist erstaunlich. Welche Mechanismen wir ersinnen können, wenn wir uns nicht mehr darum sorgen müssen, Stahl den Elementen auszusetzen. Aber wie immer greife ich zu weit voraus. Allein diese Kreaturen zu finden, ist schon harte Arbeit. Sie gefangen zu halten, ist nahezu unmöglich. Ich hatte Glück, überhaupt die wenigen zu bekommen, die ich habe. Also ja, wir haben etwas Rostlöser für die Kette. Es fehlt aber immer noch das Zahnrad. Hope that helps. Oh, wieder ein Stilett. Ich dachte, es wäre ein Speer. Okay, das ist nur ein Helmding gewesen. Gucken wir erstmal, wo es hier lang geht. Du blickst durch das Loch und siehst eine breite, stabile Brüstung entlang der Mauer verlaufen. In einigen Metern Entfernung siehst du außerdem einen breiten Riss in der Mauer. Er scheint in einen anderen Raum zu führen. Nach unten blicken. Der Wind pfeift an deinen Ohren vorbei. Die Gipfel der Weißberge heben sich unter dir und erstrecken sich bis zum Horizont. Weggehen. Ich glaube, ich komme auch so durch diese Tür. Hoffe ich mal. I've got an idea. Let's stay out here. Okay, ja, das da drin ist wohl die Patinationskammer. Gut, ich könnte vielleicht von außen den Riss vergrößern, um das Patinationsgas rauszulassen. Jemanden auf den Vorsprung schicken. Wer soll es tun? Du selbst. Du bewegst sie vorsichtig über den Vorsprung. Du erreichst den Riss in der Wand. Ein stinkender Dampf strömt heraus und lässt Tränen in deine Augen schließen. Den Spalt mit Hammer und Meißeln vergrößern. Die Arbeit ist mühsam und geht langsam voran. Als du endlich fertig bist, bist du vollkommen erschöpft. Das uralte Mauerwerk bröckelt und ein beißender Dampf strömt durch den Durchbruch. Lässt den Atem an und schließt die Augen. Du klammerst dich fest an die Mauer, während die Reste des Gases entweicht. Den Raum durch den verbreiterten Riss betreten. Du betrittst den Raum. Hier sind die Zahnräder. Ein Zahnrad, das du in der Patinationskammer gefunden hast. Es ist mit einer dicken Schicht gelben Schleims überzogen. Ja, das ist eine sehr interessante... Ah, da ist der Seuchenschleim. Die Seuchenschleime. Rest might do us some good. Ach ja, jetzt bin ich erschöpft. Diese Kanonen sind überzogen mit einem dicken, stinkenden Schleim. Die müssen danach ja wahrscheinlich noch geputzt werden, nehme ich an. Ah ja, jetzt können wir wenigstens den Aufzug reparieren und nach oben fahren. Ich bin neugierig auf die Kanonen da oben. Diese Kette ist so verrostet, dass sie sich kaum bewegt. Den Pagonen Rostlöser auftragen. Du schützt den Inhalt der Fiole über die Kette, die Lösung schischt und lässt den Rost zu einer schmierigen braunen Pfütze schmelzen. Die schwere Kette bewegt sich quietschend. Das Getriebe sieht seltsam leer aus, als würde ein Zahnrad fehlen.
Bei näherem Hinsehen erkennst du, dass das Getriebe von einer dünnen Schicht gelbem Schleim überzogen ist. Das neue Zahnrad einsetzt. Du setzt das neue Zahnrad ein. Der Mechanismus scheint jetzt betriebsbereit zu sein. Dieser Schlitz sieht aus, als würde hier ein Hebel fehlen. Den Ersatzhebel in den Schlitz stecken. Mit einem Weggefühl gelingt es dir, den neuen Hebel anzubringen. Der neue Hebel ragt aus dem Schlitz. Den Hebel ziehen. Der Aufzug setzt sich endlich hoch und in Bewegung hebt sich nach oben in Richtung der Wolken. Der Aufzug bewegt sich langsam und dunkel durch den Schacht. Ein paar Meter wackelt er heftig und die eingerosteten Ketten ächzen wie die Toten. Er bleibt unten stehen und die ganze Plattform schwingt gefährlich hin und her. Ein scharfer metallischer Geruch strömt aus einer der Winden. Du hörst ein kreischendes Geräusch. Erst denkst du, es käme aus der Winde, aber du merkst, dass es von oben kommt. Ein gewaltiger Sprüller kommt aus den Schatten herabgestürzt. Du spürst einen Lufthauch, als er an dir vorbeizischt, aber du siehst nur den Bruchteil einer Sekunde, ehe er schon kehrt gemacht hat und mit unbetäubendem Schreien nach dir sucht. Das Rauschen von Flügeln und ein moschusartiger Geruch machen dir klar, dass es noch mehr der Bestien hier sind. Die Plattform schwankt und wackelt weiter, während sie sich dir nähern. Ja. Jemanden schicken, die Winde zu reparieren, in der Mitte der Plattform kämpfen. Der größere Sprüller schießt auf die Mitte des Abzugs herab. Sein Kreischen wird zu einem Zischen, als er brodelnde Säure auf die Plattform spuckt. Du wirst verätzt, dein eigener Schrei dröhnt in deinen Ohren und du riechst verbranntes Fleisch. Ein kleiner Sprudelsack schruscht in immer engeren Kreisen vorbei. Das größere Tier des Schwarms scheint derweil zu einem erneuten Angriff anzusetzen. Jemanden schicken, die Winde zu reparieren. Ich habe die höchste Mechanik und mache es selber. Du eilst geräuschvoll zur Winde. Deine Schritte hallen durch den dunklen Schacht wieder. Ein Skuldak löst sich vom Schwarm und fliegt in deine Richtung, von dem Lärm angelockt. Aber du richtest dich zu deiner vollen Größe auf und wirfst die Schultern zurück. Der Skuldak jault und rauscht an dir vorbei, zurück in die Sicherheit des Schwarms. Du erreichst die Winde und beginnst die klemmenden, verrosteten Zahnräder darin zu bearbeiten. Das Problem sieht komplexer aus, als du gehofft hattest. Du weißt nicht, wie lange du brauchen wirst, um das verformte Chaos aus den Zahnrädern zu reparieren. Weiter die Winde reparieren. Der größte Skuldak stößt auf die Mitte des Aufzugs. Sein Kreischen wird sein Zischen, als er bodende Säure auf die Plattform spuckt. Du hörst einen Schrei und riechst verbranntes Fleisch. Ein kleiner Skuldak huscht im engeren Kreisen vorbei. Das größere Tier des Schwarms scheint derweil zu einem erneuten Angriff anzusetzen. Einige der Kreaturen drehen sich in Richtung der Winde, ihre Ohren zucken, als sie die metallischen Geräusche vernehmen. Du weißt nicht, wie lange es noch dauern wird, den Mechanismus zu reparieren. Ja, verteilt euch mal auf die Ränder. Ihr verteilt euch auf und eilt zu den gegenüberliegenden Seiten der schwankenden Plattform. Kana stolpert durch die schaukelnde Bewegung, wird Kana zum Rand geworfen. Kana rollt über die Seite, kann sich jedoch am Rand der Plattform gerade noch festhalten. Kana ruft um Hilfe, während die Plattform sich nach unten neigt. Jemanden schicken, um Kana zu helfen. Manea. Manea stürzt zum gegenüberliegenden Rand des Aufzugs, aber der Griff von Kana löst sich. Kana stürzt schreiend in die Dunkelheit. Du stellst dich stabil hin und blickst zurück zur Mitte der Plattform, wo der große Skuldak bereits hinabschießt. Die Bestie stürzt, bla bla. Was passiert jetzt? Ich habe jetzt erstmal alles übersprungen. Ich weiß nicht, wo mein letzter Safe war. Ich habe nämlich jetzt, so wie es aussieht, Kana verloren. Ist Kana tot? Kana ist tot. Ich habe schon lange keinen Quicksave mehr gemacht. Ich hätte das jetzt nicht erwartet. Das war jetzt gerade eben der Save. Und ja, Kana fehlt schon. Okay.
Dann machen wir den ganzen Turm eben nochmal, aber nicht in dieser Session. Oder ich mache ihn offscreen, weil ihr habt ja alles gesehen. Und dann treffen wir uns, wenn ich den Aufzug repariert habe, wieder. Das klingt nach einem Plan. Gut, das mit dem Skulldrack habe ich jetzt nicht erwartet. Dann speichern wir hier erstmal. Das ist jetzt 51. Und dann sehen wir uns gleich wieder.